Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es wieder von mir ein Fashion Try-On Haul, wo ich euch richtig tolle Teile zeige, die nicht nur günstig sind, sondern auch wirklich nach was aussehen. Und da ist einiges dabei, sind viele Kleider dabei, einige Oberteile. Und am Ende habe ich zwei Hosen für euch. Da werden sich die kleinen Frauen da draußen freuen, die so klein sind wie ich. Denn es sind Hosen, die sind so was von schön und vor allem, ihr müsst sie nicht mehr kürzen. Und ihr wisst ja mittlerweile, ich bin 1,50 Meter klein und ich brauche immer Hosen, die eigentlich von der Länge perfekt sind. Aber es ist halt schwierig bei kleinen Frauen wie mir. Aber diese Hosen, die ich euch am Ende zeigen werde, dankt mir später. Ich sag's euch, dank mir später. So, ich habe Teile dabei von Shein zum größten Teil und Zalando. Und da werde ich euch einfach mal alles nacheinander zeigen. Es sind auch einige Kleider dabei. Und ja, ich würde einfach sagen, fangen wir direkt einfach mal an, ne? So, ich fange jetzt einfach mal an mit dem ersten Teil. Das ist einmal dieses Oberteil hier. Ich stehe momentan einfach sehr auf Plüsch und auf so kitschige Oberteile. Und dazu gehört auch dieses Oberteil hier. Ich meine, dieses Oberteil hat irgendwas mit 5 Euro gekostet. Und Shein hat auf der Seite ja einige Rabattcodes. Da hat mich dieses Oberteil nur noch 3 Euro gekostet. Ja, 3 Euro. Und ich finde das einfach total süß. Gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Nee, in vielen verschiedenen Größen. Entschuldigung. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal angezogen. Es sieht einfach so süß aus. Es ist auch kurz geschnitten, das heißt, ihr könnt es bauchfrei anziehen oder mit einer High-Waist-Hose auch elegant kombinieren. Und ja, dieses Oberteil musste auch mit und ich finde das total toll für den Preis, einfach mal so einen Plüsch-Oberteil zu haben. So, jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Teil. Für einige wird das einfach so ein BH sein. Für mich ist es so, ach geil, kann man auch geil kombinieren. Es ist nämlich dieses Oberteil hier. Oder für einige ist das vielleicht schon ein Bikini. Das ist ein Jeans-Oberteil und das ist bei Shein, letztes Mal, wo ich es gezeigt habe, schnell fast ausverkauft gewesen. Aber Shein hat das nochmal aufgestockt und ich liebe ja Jeans. Ich liebe Jeans wie verrückt und da musste dieses Oberteil auch mit. Wie viel es gekostet, weiß ich gerade nicht mehr im Kopf, aber alle Teile sind super günstig, was ich euch zeige. Und ja, ich habe übrigens dieses Oberteil in S bestellt, also nicht ganz klein, oder war das die kleinste Größe? Aber auf jeden Fall habe ich jetzt Oberteil in S bestellt. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Teil und zwar das ist dieses Oberteil hier, was ich auch schön fand. Gerade wenn der Sommer kommt, ich kann es kaum abwarten, dass der Sommer bald kommt und der Winter endlich mal vorbei ist. Ich kann diesen Winter nicht mehr abhaben und da freue ich mich auf jeden Fall auch wieder bunte Farben zu tragen. Und auch solche Oberteile, die schön geschnitten sind. Vor allem mag ich diesen Cutout-Schnitt und natürlich auch hier das Dekolleté. Dieses Oberteil war auch bei mir auf Instagram sehr beliebt und es wurde heftig angeklickt. Es geht hierbei um diese Bluse hier. Diese Bluse ist sowas von schön getragen. Sehr elegant, gerade auch fürs Büro geeignet, wenn ihr einen Bürojob habt oder einfach auch elegant abends ausgehen wollt. Ich finde das einfach total schön und ich mag auch das Blumenmuster. Also habe ich auch mir einmal dieses Oberteil mitgenommen, weil es einfach so ein Must-Have ist im Schrank. Also Blusen kann ich nicht genug bekommen und also nicht genug im Schrank haben. Und deshalb wollte ich euch auch das hier nicht vorenthalten oder diese Bluse nicht vorenthalten. Ja. So, jetzt machen wir weiter mit den Kleidern und diese Kleider von Shein sind einfach Hammer. Aber bevor ich euch die Kleider zeige, muss ich euch erstmal einen Jumpsuit zeigen. Leute, bei mir sind Jumpsuits nicht mehr wegzudenken und dazu gehört auch dieser Jumpsuit. Ich finde diese, ich nenne sie auch manchmal Onesies, einfach sowas von sexy. Es ist figurbetont, es hält warm, wobei dieser Jumpsuit nicht gefüttert ist wie meine anderen. Aber dieser Jumpsuit hat auch nochmal so einen schönen V-Schnitt und man kann es auch super abends tragen, beim Feiern tragen oder auch im Alltag, indem man noch einen Pullover drüber anzieht und ich liebe es. Ich liebe einfach diese Jumpsuit. Und dieser Jumpsuit kostet 15 Euro. Aber wie gesagt, Shein hat auch nochmal ganz, ganz viele Rabattcodes auf der Seite, die ihr anklicken könnt. Und da hat mich dieser Jumpsuit am Ende nur noch 10 Euro gekostet. 10 Euro. Ich meine, das ist schon heftig, ja. Und genau, diesen Jumpsuit kann ich euch auch sehr empfehlen. Und habe ich auch in zwei Farben. Einmal in schwarz und einmal in braun. Jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Kleid. Leute, ich sag euch eine Sache, ne?
für mich ist das genau wie die Kleider von Skims. Und das ist einfach dieses Kleid hier. Ey, Hammer. Einfach nur Hammer schön. Es ist auch noch lang und der Stoff ist sowas von schön und fest. Es ist einfach ein Traum für die Figur. Und gerade mit Sneakers kann man solche Kleider tragen. Man kann sie auch mit hohen Schuhen tragen. Man kann sie sportlich, aber auch elegant kombinieren. Und was ich auch toll finde an dem Kleid ist, das Dekolleté. Ich mag dieses eckige Dekolleté, weil ich finde, das schmeichelt der Figur auch. Und, nee, der Figur nicht, eher eurer Oberweite schmeichelt es. Und ich liebe es. Es können Frauen tragen mit kleinen Busen oder mit großen Busen, das ist egal. Aber diese Dekolletés sind einfach perfekt. Also, ich liebe es. So, jetzt, ey, Leute, ich muss ehrlich sagen, es gehört zu meinem Lieblingsteil, was ich hier euch zeige. Dieses Kleid, ne? Dieses Kleid hat mich am Ende nur 6 Euro gekostet. 6 Euro. Und jetzt schaut euch bitte dieses Kleid an. Es ist ein Cutout-Kleid und die Farbe ist wunderschön. Das Kleid an sich getragen, ein Traum. Ich kann es kaum abwarten, wie gesagt, wenn ich dieses Kleid anziehe im Urlaub oder auch in der Stadt. Ich bin ja ein Mensch, ich trage ja auch im Alltag gerne elegante Sachen. Das ist mir sowas von egal. Ich genieße das Leben und will immer gut aussehen. Und dieses Kleid, Leute, ich sag euch eine Sache, ne? Es ist wunderschön. Und ich habe es euch auch einmal angezogen, gezeigt. Und ihr seht selber, seid schnell. Seid schnell, bevor es weg ist. Weil der Preis ist einfach einmalig für so ein Kleid und auch die Qualität. Auch wieder ein Cutout. Das ist einmal dieses hochverschlossene Kleid, also Hauptsache hochverschlossen, aber dafür hat Soraya wieder ein bisschen Haut am Bauch am zeigen, ja. Und dieses Kleid ist für mich auch eigentlich eher ein Basic-Kleid, aber mit der Besonderheit, dass es ein Cutout hat unter der Brust. Unter der Brust oder am Bauch? Ja, am Bauch, ne? Nicht unter der Brust. Ja, okay, der Bauch ist ja unter der Brust. Das lerne ich für den Mister wieder, ja. Aber dieses Kleid, ist auch ein Must-Have und ich denke mal, es werden sehr, sehr viele Frauen dieses Kleid lieben. Ich sehe sowas halt auch öfters, wenn ich mal feiern gehe oder einfach mal ausgehe. So, jetzt machen wir weiter mit Fransen. Mit, ich sag immer so, Cha-Cha-Cha-Kleider. Und dazu gehört auch dieses Kleid hier. Boah, Leute, sorry, ne? Ich merke selber, seitdem ich wieder YouTube-Videos drehe, ich habe wieder meine 5 Minuten dabei. Aber auch nur auf YouTube, ne? Auf Instagram gar nicht. Auf TikTok bin ich ja sowieso eine verrückte Nudel, aber hier auf YouTube bin ich so, es ist so vertraut mit euch. Ich weiß nicht, weil ich halt als YouTube am längsten auch mache. Da kommt meine Verrücktheit mehr zur Erscheinung. Und ja, okay, kommen wir zum Kleid. Ich blubber mal wieder zu lange. So, das ist mein Cha-Cha-Cha-Kleid in Schwarz. Auch super schön getragen. Ich meine, das Kleid war auch irgendwas mit 10 Euro, also nicht teuer. Und ich liebe es, also, vor allem, wenn ich tanze und diese Bewegung im Kleid habe, finde ich es richtig toll. Und hatte das noch eine besondere? Nö, das ist einfach mit Spaghetti-Träger und diesen schönen Fransen. Aber Soraya wäre nicht Soraya, wenn sie das Kleid nicht auch nochmal in einem knalligen Grün bestellt hätte. Aber ich weiß nicht, das ist ein bisschen anders von den Fransen her. Das geht ja nochmal durchgehend. In jeder Stufe haben wir Fransen. Da haben wir nur ein paar Stufen Fransen und nochmal anders aufgeteilt. Aber dieses Kleid nochmal in Grün, ein Traum. Ein Traum musste ich haben, habe ich mitgenommen und war auch irgendwas mit 10 Euro oder so. Also die Kleider sind da einfach krass, krass günstig. Und da kann man nichts sagen. Aber okay. Jetzt kommen wir zum nächsten Kleid. Oh, das wird auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein für die eine oder andere, weil es schon sehr, sehr sexy ist. Das ist ein langes Kleid. Und so ist es geschnitten, ja. Aber auch hier haben wir wieder Cutouts. Okay, das Kleid ist unnormal sexy. Und es macht auch eine wunderschöne Figur. Der Stoff ist schön fest und auch ein Stretch-Stoff. Ich liebe solche Kleider, ich weiß nicht. Ich habe auch bei diesem Haul viele Cutouts und hier ist das Cutout aber wirklich sehr ausgeprägt und getragen, wer es liebt, bestellt es euch. Seid sexy. Ob ihr es zu Hause für euren Mann trägt oder wie ich, wenn ihr ausgeht, holt es euch. Wenn ihr es toll findet, holt euch dieses Kleid.
Und jetzt machen wir weiter mit Zalando. Bei Zalando, habe ich das überhaupt bei Zalando bestellt oder direkt bei Bershka? Ich weiß es gerade. Nee, ich glaube, das habe ich bei Bershka bestellt. Also doch nicht Zalando, Entschuldigung. Jetzt machen wir weiter mit Bershka, da habe ich dieses... Wieso sehen heute meine Teile alle aus wie Sadomaso? I'm sorry, aber was ist das? Jetzt fehlt mir noch die Peitsche, aber ey, nein, so sieht das jetzt auch nicht aus. Aber dieses Oberteil ist auch total schön. Habe ich bei Bershka bestellt. Und ich mag, dass auch hier wieder Cutouts sind. Ich habe bei jedem Haul immer etwas überwiegend. Ob es Flusen, nicht Flusen, was laber ich? Ob es Flausch ist oder ob es eine bestimmte Farbe ist oder in diesem Fall Cutouts. Und dieses Oberteil von Bershka hat auch Cutouts, habe ich online bestellt. Jetzt steht leider kein Preis dran, aber ich habe bei Super Sale bestellt. So, und jetzt aber kommen wir endlich zu den Hosen. Alle Frauen, die klein sind wie ich, nein, nicht klein, aufs Beste reduziert sind wie ich, bestellt schnell diese Hose, bevor es weg ist. Ich sag's euch, bestellt diese Hose schnell, bevor es weg ist. Und zwar geht es um die Hosen von Stradivarius. Oh mein Gott, Leute, diese Hose, ne? Perfekt geschnitten für kleine Frauen. Es macht eine wunderschöne Figur, ist extrem elegant und für 29 Euro gibt es da nichts zu sagen für diese Qualität. Und ich habe die Hose einmal in 32 und einmal in 34 bestellt und ich habe schon ein bisschen Hintern. Also wenn ihr super, super schlank seid, dann bestellt euch 32, aber bei mir war es eher die Größe 34, die gepasst hat, und zwar perfekt gepasst hat. Das sind Petit-Hosen und Leute, ich zeige euch jetzt einmal diese Hose getragen. Es sieht einfach sowas von wunderschön aus. Und ich habe dieselbe Hose nochmal in schwarz bestellt. Oh, ihr werdet mir so danken. Diese Hose ist einfach perfekt und also perfekt. Das ist von der Marke von, wie gesagt, Stradivarius. Und hätte ich gewusst, dass Stradivarius so tolle Petit-Hosen hat, hätte ich nur noch da bestellt. Und Leute, wie gesagt, 29 Euro. Ich habe euch alle Teile unten in der Infobox verlinkt und wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Und auf diesem Wege würde ich sagen, ich danke euch wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Mua! Eure Soraya. Tschüss.